Und darum hat jeder Bürger morgen eine kostenlose, aus Steuergeldern finanzierte Spraydose im Briefkasten. Amerika, fang an, richtig zu sprühen. Heizen wir die alte Kiste auf. Dies war eine Verlautbarung des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was ist los, Sam? Du hast dein Stichwort verpasst. Was? Oh, tut mir leid, Kleiner. Ich grüble immer noch über unseren letzten Fall nach. Das Internet sagte, es arbeitet für jemanden namens Roy G. Biff. Offensichtlich ein Pseudonym, aber wessen? Wir sind Detektive, Sam, keine Telepathen. Hey, vielleicht sollten wir Rainer Segen fragen. Telepathen, das ist es. Nein, ist es doch nicht. Hast du übrigens irgendwo mein Exemplar von Emetik, das Handbuch für vielfarbige Freude von Rainer Segen, gesehen? Vielfarbig? Nein. Denk nach, Max. Heute Morgen hatte ich noch eine Idee. Morgen, das ist es. In der alten Sprache des schlammanbetenden Kapalahutek-Stammes in der Nordserengeti bedeutet unser Wort morgen so viel wie der den hypnotischen Regenmann erlegt. Dieses Wort fürchtet er am meisten. Also kann hinter diesem Roy G. Biff nur die einzige Person stecken, die niemals das Wort morgen benutzt hat. Und das bedeutet, es ist... Der Commissioner. Der Commissioner war's? Ich hab ihm noch nie so ganz getraut. Nein, Kalkhirn, Rainer Segen ist der Übeltäter. Niemals. Was? Nein, Commissioner, ich habe nicht Sie gemeint. Hören Sie, ich brauche sofort einen Haftbefehl für Rainer Segen. Beim Barte der griechischen Göttin Selene in einem Streitwagen mit zwei obenliegenden Nockenwellen. Wir sind schon unterwegs. Es geht los, Max. Der Commissioner sagt, Rainer Segen hält sich im Moment in seinem exklusiven Prismatologie-Kloster auf dem Spektrum der Ruhe. Mann, ich wette, das liegt in irgendeiner coolen, exotischen Gegend auf einer Insel im Pazifik oder sogar in Gütersloh. Noch weiter weg, mein Freund. Wir reisen zum Mond. Die helle Seite des Mondes. Ha, ein schönes Gefühl, wieder auf dem Mond zu sein, was? Uns wurden ja auch Flügel verliehen und wir haben noch jede Menge dieses österreichischen Energy Drinks im Tank. Du wusstest schon immer, wie man die Nennung eingetragener Markennamen elegant umgeht, Kleiner. Was machen wir als erstes, Sam? Suchen wir das Spektrum der Ruhe, finden raus, was Rainer Segen vorhat und schieben dann seinen prinzipienlosen prismatischen Hintern in den Knast. Ist das da ein Besucherzentrum? Ja, willkommen zurück zu Let's Play Sam-Max Episode 1. Wir sind in der letzten Season. Ich muss jetzt mal wieder an den Optionen rumdrehen. You crack me up, little buddy. So, anwenden. Na, komm, hau ihn weg. Hau ihn weg. Vergiss es. So. Nettes T-Shirt. Krieg ich eins, Sam? Oh, bitte. Du trägst doch gar keine T-Shirts, Max. Aber ich kann sie doch trotzdem sammeln. Ja, das ist richtig. Löffel, Biege, Dingsi. Was ist das denn? Sieht aus wie ein verbogener Löffel mit einem Kleck Senf drauf. Die Kraft, Löffel krumm und wieder gerade zu biegen, die in diesem völlig unzerstörbaren magischen Talisman gespeichert ist, gehörte zu den ersten mentalen Fähigkeiten, die Rainer Segen entwickelt und bekannt gemacht hat. Uri Geller. Na toll. Ich kann Löffel mit den bloßen Händen verbiegen. Eine Frage, würde das auch bei Schraubenschlüsseln funktionieren? Sollte es. Die haben ja eine gewisse Löffeligkeit. Interessant, interessant. Menno, jetzt habe ich vergessen, wo ich dran war. Was war das noch? Unzerstörbarer tragischer Talisman. Ach ja! Der praktisch unzerstörbare Schaukasten praktisch. Ist ein Triumph der modernen prismatologischen Wissenschaft. Praktisch unzerstörbar? Ausführliche Tests haben gezeigt, dass der Kasten resistent ist gegen Kugeln aller Kaliber, Säure, einen Fall aus großer Höhe, enormen Druck, Schallwaffen, Bohrer mit Diamantspitzen, Tornados, Zynismus sowie gegen Flüssigstickstoff.
Nicht anfassen. Er könnte kaputt gehen. Ups, das ist aber nicht sehr sicher befestigt. So, was haben wir hier? Wir schauen uns erstmal alles an. Welche Währung benutzt man eigentlich auf dem Mond? Melonen. Wie passend. Da gehört, glaube ich, dieses Löffelbieger-Talisman-Dings hin. Was gehört hier hin? Diese Hypnosebrille war ein früherer Prototyp der Hypnostrahltechnologie, die derzeit eingesetzt wird, um weltweit die Lehre der Prismatologie zu verbreiten. Boah, eine unsichtbare Brille. Nicht wirklich. Die Brille wurde vor ein paar Monaten gestohlen. Ehrlich, manche Leute klauen alles, was sich nied- und nagelfest ist. Was ist denn das für ein Diagramm? Ich wette, das ist ein Stammbaum, der beweist, dass Justin Timberlake von den Mondbewohnern abstammt. Dieses Diagramm illustriert haarklein Rainer Segens genialen Plan, durch seine Verbindung zur US-Regierung, zum Internet und zur Spielzeugmafia die gesamte Erdbevölkerung zu hypnotisieren. Na, war ich doch ganz dicht dran. Warst du nicht der Pate der Spielzeugmafia? Stimmt, ja, das war ich. Komisch, dass ich zu dieser Zeit nichts davon gewusst habe. Tja. Verschiedene Waren. Welche Währung benutzt man eigentlich auf dem Mond? Melonen. Wie passend. Dieser billige Touristenkram ist offenbar im ganzen Sonnensystem gleich. Können wir uns auch etwas billigen Touristenkram kaufen, Sam? Nein. Gut. Ein Augenblick, bitte. Ich muss jeden Besucher beim Verlassen des Gebäudes durchsuchen. Reine Formalität. Aber natürlich. Oho, was haben wir denn da? Ich wusste, dass ihr irgendein Ding drehen wollt. Meine Karriere bei der Spielzeugmafia zu ruinieren hat euch wohl nicht gereicht. Jetzt wollt ihr mich auch noch aus diesem Job rauswerfen lassen, was? Das Ding muss mir in die Tasche gefallen sein, als ich eure tolle Deckenarchitektur bewundert habe. Welche Mafia? Versuch das nicht nochmal, sonst muss ich zu härteren Bandagen greifen. Das haben doch bestimmt schon viele versucht. Ja, aber ich hab immer... Hey! Okay, also an dieser Löffel scheint wichtig zu sein, also müssen wir uns den irgendwie holen. Was haben wir denn hier? Schau mal, da liegt ein etwas mitgenommenes Robot-Exoskelett auf dem Müll. Die Vergangenheit taugt nur als Dünger für die Zukunft. Das hat Rainer Segen gesagt. Mhm. Ach. Die Welt ist doch ein Dorf. Da ist ja unser liebster Kabinettsminister und Geheimdienstmitarbeiter Agent Superball. Unser Liebster? Das wäre ja, als ob man sich ein Lieblingskind aussucht, Sam. Ich liebe sie alle. Hab ich nicht erst vorige Woche gesehen, wie du den Verteidigungsminister mit seiner eigenen Ordensspange verprügelt hast? Manche Formen der Liebe sind halt schmerzhafter als andere. Seid gegrüßt, Neuankömmlinge. Rainer Segen sei mit euch. Lass mich raten. Du bewachst den Eingang zum Kloster. Das ist richtig. Ich habe eine echte Leidenschaft dafür entwickelt. Und Rainer Segen glaubte an meine Türsteherqualitäten, als niemand sonst daran glaubte. Tolle Geschichte, wirklich toll. Gut, dann lass uns jetzt mal rein. Auf keinen Fall. Nur Prismatologen der Roten Wolke dürfen in Rainer Segens magisches Paradies. Was ist ein Prismatologe der Roten Wolke? Weil ich nämlich ziemlich sicher bin, dass ich einer bin. Die Rote Wolke ist der Höhepunkt der Prismatologie. Ihr müsstet euch kurz der Regenbogenanalyse unterziehen, um euer derzeitiges Niveau zu ermitteln. Liegt man da nicht regungslos in so einer Bleiröhre, während einem lauter knallbunte Wattestäbchen in sämtliche Körperöffnungen eingeführt werden? Nein, diese Methode haben wir schon 87 dran gegeben. Das geht heute viel einfacher. Studierst du auch diese Prismatologie? Ich studiere sie nicht, ich beherrsche sie. Aha. Du hast gelernt, die Prismatologie zu beherrschen, indem du vor einer Tür stehst? Ich bin eins mit der Tür. Wir existieren in der karmesinroten Wellenlänge der Wirklichkeit. Die Tür ist eine Illusion. Dieser Prismatologie-Quatsch funktioniert bei dir? Stimmt. Ich bin glücklicher als je zuvor. Rainer Segen ist toll. Tut mir leid, ich verquassle mich schon wieder. Präsident Max wünscht eine Audienz bei Rainer Segen. Ich kann doch nicht jeden dahergelaufenen Politiker reinlassen. Ich habe meine Befehle. Nun, als dein Präsident gebe ich dir einen neuen Befehl. Verzieh dich! Ich bin jetzt dein Segensbürger. Ich kann euch nicht reinlassen. Ich finde diese Augen, diese Stirnbewegung bei Max wieder so genial. Und was ist mit Loyalität gegenüber deinem Präsidenten? Lass uns rein. Rainer Segen hat mir gezeigt, wie dumm dieses Prinzip der unabhängigen Staaten ist. Außerdem sind die Sozialleistungen besser.
Komplette medizinische Versorgung plus Zahnersatz. Ja, der berühmte Zahnersatz. Wir gehören zur roten Wolke, lass uns rein. Ihr irrt euch sicher, aber führen wir trotzdem mal die Regenbogenanalyse durch. Nehmt das hier. Ein Einhorn? Und was soll ich jetzt damit machen? Dran reiben. Dran reiben, Sam. Fester. Fester? Tut mir leid, aber das Einhorn sagt, ihr beherrscht bestenfalls die gelbe Wolke. Meine gelben Wolken stinken tödlich, Killerwolken! Nur mit der roten Wolke kommt man in das Kloster, so sind die Vorschriften. Die Erleuchtung der gelben Wolke ist recht mickrig. Aber Rainer Segen möchte, dass ihr das Einhorn als Zeichen seiner Liebe behaltet. Reibt oft daran, um euren Fortschritt auf dem Weg zum reinen Segen zu messen. Boah, ein eigenes einzelnes Einhorn. Ich werde es Hörnchen nennen.